Hallihallo, ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute machen wir weiter mit dem interaktiven Mini-Album. Und zwar werden wir heute die Seite Nummer 5 und Nummer 6 gestalten. Und wie die aussehen, zeige ich euch jetzt in dem Video und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Seite 5 und 6 ist bei mir die beige Seite. Wir werden jetzt erst einmal wieder unsere Grundbasis einmal in der Mitte falten. Wie gewohnt schon die davor auch. So, und dann können wir das mal ganz kurz auf die Seite legen. Für die Seite Nummer 5 habe ich mir überlegt, dass ich ein Wasserfallelement mache, aber nicht dieses Wasserfallelement, wo man die Elemente einzeln nach oben klappen kann, sondern mit einem Ziehmechanismus. Ich habe mir hier jetzt ein Stück Cardstock in der gleichen Farbe wie meine Basis zurechtgeschnitten. Und zwar hat das die Maße 8 mal 32 cm. Jetzt benötigen wir unser Lineal und unser Dotting-Tool. Und jetzt werden wir ein bisschen Falzarbeit erledigen. Auf jeden Fall werden wir jetzt einmal bei der langen Seite uns bei 0 einmal anlegen. Und dann werden wir jetzt einmal bei 11 cm, bei 13 cm, bei 15, bei 17, bei 17 cm eine Falzlinie ziehen. Also, dann noch mal hier drüben. Also, wie gesagt, bei 11, bei 13, bei 15 und bei 17 cm. Wenn ihr das gemacht habt, dann werden wir die Falzlinien uns einmal schön nachziehen. Und zwar, dass wirklich alles schön gerade ist. Und so sollte dann das Stück jetzt aussehen. Dann habe ich mir auch noch gleich Cardstock-Stücke zurechtgeschnitten. Und zwar sind das viermal die Maße 11 mal 11 cm. Die werden wir jetzt hier einmal aufkleben. Das bedeutet, wir werden das Ganze jetzt einmal aufkleben. Und zwar werden wir hier, wo wir das 11 cm lange Stück, das müsste, glaube ich, das 11 Meter, ja, genau, nicht 11 Meter, 11 cm breite Stück sein. Das lege ich jetzt so hin, dass es nach unten, also Richtung zu mir zeigt. Dann nehme ich mir mein doppelseitiges Klebeband her und werde mir jetzt hier auf das allererste, wo wir hier eine Falzlinie gezogen haben, oberhalb ein Streifen anbringen. Ich werde das aber wirklich knapp vor die Falzlinie hinkleben. Dann noch ein Streifen hier unten an den zweiten Falzabschnitt. Und auf den dritten ebenfalls und auch an den vierten. Und zwar so. Ich werde jetzt hier einmal mit meinem Falzbein drüber gehen, damit sich das wieder gut verbindet. Und dann werde ich mir mal das erste Stück, oder ich werde mir, glaube ich, gleich einfach alle abmachen an der Schutzfolie. So. Und dann gehe ich her und fange an mit dem ersten Stück. Das erste Stück lege ich mir jetzt hier einmal hin und so, dass es wirklich mittig ist, dass es hier links und rechts genau den gleichen Abstand hat. Aber ihr müsst wirklich darauf achten, damit ihr das vor die Falzlinie klebt und nicht auf oder drüber. Dann nehme ich das zweite Stück her. Orientiere mich wirklich an den Abständen von meinem ersten und klebe das auch wieder vor meine Falzlinie. Und so gehe ich jetzt mit
den anderen zwei Stücken auch voran. So. Und natürlich auch noch das letzte Stück. Und so sollte dann das Ganze aussehen, dass wenn wir hier einmal ziehen, dass sich das hier so einmal, ja, ziehen lässt, ne? Damit das ganze Stück jetzt auch einmal auf unseren 6x6 Block passt, habe ich mir überlegt, ich habe das wirklich so jetzt berechnet, damit das von der Länge her super optimal drauf passt. Und zwar, wenn ihr jetzt hier die Basis mal anschaut und ihr legt das hier drauf, seht ihr natürlich, ist das hier viel zu lang dafür. Habe ich, wie gesagt, bewusst so errechnet, weil wir werden uns jetzt hier unten einmal das letzte Stück hier auf die gleiche Länge wie das vorherige schneiden. Ich habe das jetzt auch mit Absicht nicht anders irgendwie berechnet, damit es da einfach nicht zu Verwirrung kommt und ich jetzt nicht anfange, außersehen das Falsche hinzukleben. Also das heißt, das letzte Teil wird auf genau dieselbe Länge wie das hier einmal getrimmt. Das heißt, ich schneide mir jetzt hier einmal das Teil ab. So. Und schon seht ihr, passt das jetzt hier optimal drauf. So, wenn ihr das gemacht habt, werden wir uns hier das Teil einmal einkürzen. Und zwar, wenn ihr das umdreht, seht ihr, haben wir hier natürlich einen Größenunterschied. Und den Größenunterschied, den gleichen wir jetzt einfach an. Und zwar werde ich hier einfach den Cardstock, zack, einmal abschneiden. Und schon habe ich die gleiche Länge wie das hintere Stück. Und somit kann ich dann das Ganze hier einmal besser von der Größe her abschätzen und auch so dann einkleben. So, jetzt befestigen wir uns das ganze Stück einmal. Als allererstes werde ich mir jetzt meine Basis hernehmen und mein Motivpapier. Dieses Mal nehme ich dieses weiß-rot karierte Papier. Da nehme ich wieder meinen Tombow Flüssigkleber her. Benetze mir hier alles mit dem Kleber und klebe das einmal auf. Ich muss wieder darauf achten, dass natürlich meine Öffnung zu meiner linken ist und ich schaue, dass wieder ringsherum ungefähr der gleiche Abstand ist. Dann gehe ich wieder her, nehme mein Falzbein und gehe mal einmal schön drüber, damit sich Papier mit dem Kleber und dem Cardstock wieder gut verbinden kann. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmen wir dann schon wieder unser Element hier einmal her. Ich mache hier nur einmal kurz den Deckel drauf. Und dann benötigen wir noch ein Stück Cardstock. Und zwar hat das die Maße 12 mal 4 cm. Das ganze Teil ist einmal hier unsere Ebene, wo wir die Verbindung eben zu unserem Papier hier einmal schaffen. Das bedeutet, ich werde das Ganze hier einmal mit Brads versehen. Ich habe mir hier jetzt schon so weiße Brads rausgesucht, fand ich ziemlich passend. Und das Ganze wird jetzt hier einmal unten befestigt. Wir benötigen jetzt einen Locher oder eine Lochzange. Ich nehme jetzt diese hier, weil ich relativ weit auch in das Papier gehen muss. Das heißt, ich werde mir jetzt hier einmal die Seiten nach oben klappen, um mir hier dieses Stück Cardstock freizulegen, werde mir hier das einmal anlegen und schauen, dass ich hier links und rechts ungefähr den gleichen Abstand habe und werde mir hier mittig einmal eine Markierung setzen, wo ich ungefähr mein Loch haben möchte und werde mir hier auch gleich noch mein Loch hineinpanschen.
So. Und damit das wirklich auch deckungsgleich zum anderen ist, werde ich mir das hier einmal nur so ganz leicht zusammenfalten. Hoppala. Geh her und punch mir in mein vorgepunchtes Loch nochmal einmal rein. Und dann habe ich es wirklich deckungsgleich auf beiden Seiten, das Loch. Jetzt müssen wir uns einmal auch das Loch in unserem Motivpapier punchen. Das werde ich machen, indem ich mir jetzt als allererstes dieses Teil hier auf meinen Cardstock festklebe. Ich nehme jetzt da mal meine Klebemaus her und benetze mir hier einmal eine großzügige Fläche mit Klebstoff und gehe her und klebe das hier wirklich gut ran. So. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich mir jetzt dieses Teil her, lege es mir auf mein Papier und richte es mir so aus, wie ich das haben möchte. Am besten so. Nehme mir meinen Bleistift zur Hand, klappe mir das einmal hoch und setze mir hier die Markierungspunkte an meinen Löchern. Also, ihr seht, hier habe ich mein Loch, hier mache ich dann meine Bleistiftmarkierung und auf der anderen Seite natürlich auch. Dann gehe ich her, öffne mir das ganze Teil einmal und mache mir hier gleich meine Löcher hinein. Und ich gehe wirklich auch durch den Cardstock und durch das Motivpapier durch. Und so sollte das jetzt aussehen, wenn ihr es gemacht habt. Dann geht ihr her, nehmt euer Wasserfallelement und die Brads. Jetzt geht ihr her und stecht die Brads einmal durch das Loch bei eurem Element. Links und rechts. Und dann geht ihr her und geht auch gleich durch euren Cardstock und euer Motivpapier. So, dreht euch das Ganze um und öffnet einmal die Klammern und schon habt ihr das Ganze hier jetzt einmal fixiert und dann kann das Ganze auch geblättert werden. Natürlich habt ihr jetzt hier unten wirklich wenig Spielraum, um dieses Ziehelement herauszunehmen. Das macht gar nichts. Wir werden nämlich jetzt hier, das, wenn ich schon mal ein bisschen rausgezogen habe, hier unten ein Element anbringen. Ihr könnt jetzt Schleifenband nehmen, ihr könnt auch ein Cardstock-Rest hernehmen. Ich habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht hier so eine Blume von dem Ephemera-Pack hier unten hinmache, damit das hier so mein Ziehelement wird, damit man dann hier einmal ziehen kann. So habe ich mir das Ganze einmal überlegt. Und das werde ich, glaube ich, auch so machen. Da werde ich mir jetzt die Blume hernehmen und wirklich bis zur Hälfte mit Kleber benetzen und mir das hier dann aufkleben werde. Ich werde auch schauen, dass ich es wirklich mittig mir ausrichte. So. Und dann kann ich das Ganze hier einmal hineinschieben. So, Moment, einmal so noch zugeklappt. Und dann ist hier die Blume zum Ziehen. Und dann habe ich hier mein Wasserfallelement. Und fertig ist dann schon die Seite Nummer 5. Für die Seite Nummer 6 habe ich mir ein Klappelement überlegt. Und zwar habe ich mir hier jetzt ein Stück, das ist eben Tonpapier oder ja, stabileres Tonpapier zurechtgeschnitten. Und zwar hat das die Maße 16 x 14 cm. Und wir werden jetzt an der 16 cm langen Seite uns einmal bei einem Zentimeter. Genau, bei einem Zentimeter uns
eine Falzlinie ziehen. Dann gehe ich her, werde mir hier an meine Klebelasche gleich doppelseitiges Klebeband anbringen. Da müsst ihr auch wirklich darauf achten, dass ihr wieder gutes doppelseitiges Klebeband hernehmt, damit das auch gut hebt, weil natürlich auf diesem Element hier die komplette, ich sage jetzt mal, Klapplast liegt. Und ja, genau. Also, dann werden wir hier jetzt einmal unsere Schutzfolie abziehen. Und dann werde ich das Klappelement hier gleich aufkleben. Da werde ich darauf achten, dass ich wirklich oben oder halt in diesem Fall jetzt links und rechts von den Abständen her genau gleich bin. Aber dass ich von dieser Kante hier so circa, ja, ungefähr 3 bis 4 Millimeter entfernt bleibe und nicht wirklich Kante auf Kante klebe. So. Und wenn ich das hier dann festgedrückt habe, gehe ich nochmal mit meinem Falzbein drüber und dann ist das hier so mein Klappelement. Ich habe mir hier jetzt gleich Motivpapier einmal rausgesucht und auch gleich zurechtgeschnitten. Und die Basis habe ich wieder so gelassen von dem 6x6 Bogen. Das werde ich jetzt hier gleich einmal nicht einkleben. Halt, stopp, bevor ich was falsch mache. Wir müssen natürlich noch erst den Verschluss anbringen. Und da werde ich mir jetzt hier die Magnete von Kreativ Bunt hernehmen. Und werde diese hier einmal einkleben. Ich habe jetzt hier die 8 x 0,75 mm Magnete hergenommen. Das sind jeweils 20 Stück dann drin. Und da werde ich mir jetzt hier einmal die Schutzfolie abziehen. Werde mir das hier einmal anbringen und dort auch die Schutzfolie abnehmen. Und klappt das einmal zu, damit sich das hier drüben andocken kann. Und jetzt werde ich mein Motivpapier hier einmal aufkleben. Also ihr dürft das wirklich nicht vergessen, wenn ihr mit Magneten arbeitet, dass ihr die Magnete als erstes noch anbringt, bevor ihr das Designpapier draufklebt, weil sonst würdet ihr wirklich wie betröppelt dran stehen. Und das ist überhaupt nicht cool. So, klebt das hier jetzt einmal schön ein und ein Stückchen nach oben und gehe wieder mit meinem Falzbein drüber, gehe auch ein bisschen, vielleicht mit ein bisschen Eigendruck noch dran. Genau, so, die Maße vom Motivpapier für hier innen und hier außen sind einmal 14 x 13 cm. Da habe ich mir jetzt hier einmal das mit den Pferden herausgesucht und da ist ja hier die Rückseite genau das gleiche Papier, was ich hier für die Basis hergenommen habe. Das werde ich mir jetzt hier innen einmal anbringen. So. Und wenn ich das Ganze einmal hier zuklappe, dann verschließt das hier mit diesem Magneten, wie man hier hören kann. Und für hier außen nehme ich jetzt hier diesen Blauton. Und das hat auch die Maße 14 x 13 cm, weil natürlich innen und außen von der Klappe die Maße klitzegleich sind. So. Und fertig ist auch schon die Seite Nummer 6. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Dekoration. Und für hier
habe ich mir die Pferde ausgesucht. Natürlich, weil ich ja auch hier schon das Pferdemotivpapier hergenommen habe. Da habe ich mir jetzt hier einmal das hier und das hier. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich eventuell hier nicht den Zaun noch verwende. Ich mache mal hier die Teile raus, damit ich das mir anschauen kann. Wenn ich wirklich hier oder so Zaun auf Zaun. Das würde ich vielleicht ein bisschen weiter höher setzen, damit man das Gesicht einfach sieht. Aber was ich dann hier oben noch machen werde, muss ich schauen. Auf jeden Fall, ich werde mir als allererstes jetzt mal hier den Zaun auf diesen Zaun kleben, damit es so aussieht, als ob das wirklich nur ein Zaun wäre. Und zwar so. Weil das hat dann wirklich eine optimale Länge. Und dann nehme ich mir das große Pferd her. Das werde ich mir jetzt auch vollflächig aufkleben, weil das hier ist dann einfach nur wirklich ein dekorativer Teil. So, wenn ich den Zaun so hinmache, dann muss das große Pferd ungefähr hier hin. So. Ja. Und das kleine muss dann ein bisschen höher gesetzt sein, und zwar hier. Ja, genau. Also, das werde ich hier auch einmal vollflächig mit Kleber benetzen. Werde mir hier nur noch mal absichern. Wenn ich das Ganze hier einmal so aufklebe, dann muss mein Pferdchen hier hin. So. Prima. Und dann nehme ich auch schon gleich den Zaun her. Von dem Stickerbogen habe ich mir gerade überlegt, ob ich mir hier nicht diese Sonne hier noch mit aufklebe. Ich hole die mal hier schnell ab. Und ob ich die mir. Ja, doch, ich klebe die mir jetzt hier gleich hin, weil ich finde das wirklich gerade zucker, 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 zucker süß. So, und dann habe ich ja hier auch noch so ultra kleine Mini-Fliegen, ob ich die hier auch noch irgendwie gleich so ein bisschen mit ankleben werde. Einfach, Fliegen gehören da natürlich da dazu. Es ist halt einfach auf dem Bauernhof ja so. Und ja, genau. Ich glaube, das so lasse ich das von hier außen. Also so sieht das aus, finde ich richtig cool eigentlich. Und wenn ich das Ganze hier einmal öffne, habe ich ja hier noch ein Pferdchen. Und das Pferdchen möchte ich auch noch irgendwo unterbringen. Und das werde ich vielleicht, glaube ich, gleich hierhin machen. Und das werde ich aber nur auf den Hinterbeinchen und auf dem Schweif hinten ankleben. Oder auf den Schwanz, oder wie heißt denn das? Ja, genau, hier ankleben. Dann kann ich nämlich hier drunter auch wieder ein Foto anbringen. So. Und fertig ist dann hier die Deko bei der Pferdeseite, sage ich jetzt einfach mal. Wenn mir noch ein bisschen was einfällt, werde ich es im Nachhinein machen. Hier habe ich mir jetzt wirklich gedacht, dass ich nicht so viel machen werde, weil ich ja natürlich wirklich jetzt nicht weiß, wie viel Motivpapier mir übrig bleibt, ob ich hier dann gleich ein Motivpapier noch mit aufkleben werde oder nicht. Und das sollen ja eigentlich ja auch Plätze für Fotos sein. Hier unten kann man dann auch noch eher was schreiben. Hier möchte ich jetzt vorerst mal überhaupt nichts aufkleben, weil die Odds and Ends oder die Diecast, besser gesagt, die haben auch eine gewisse Höhe. Und
Ja, umso mehr Höhe wir hier gewinnen, umso spärlicher geht das Ganze hier einmal rein. Das ist ja auch schon hier mit dieser Blume wirklich so ein kurzer Haker, da wo man ein bisschen nachrütteln muss. Und dann geht es auch wieder hinein. Ich habe ja hier an der Seite noch Platz und ich habe ja hier bei den Odds and Ends wirklich so ultra viele Blüten. Die werde ich höchstwahrscheinlich da jetzt ein bisschen arrangieren und hinkleben, weil ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht, mit was ich so vielen Blüten hier anfangen soll ansonsten. Und ich finde es hier wirklich sehr passend gerade. Also ihr seht schon hier, das ist alles mit Blumen. Und die werde ich mir jetzt hier einfach an der Seite ein bisschen anbringen. So, und fertig ist auch die Seite. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nur diese Blüten angeklebt. Und hier kann man dann einfach das Wasserfallelement herausziehen und bedienen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Pferdeseite mit einer Klappe und viel Platz für Fotos. Ja, meine Lieben, wir sind schon wieder am Ende vom Video. Dieses Mal haben wir die Seite 5 und 6 gestaltet. Im nächsten Teil werden wir die Seite 7 und 8 gestalten. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und ich hoffe auch, das Video hat euch natürlich gefallen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss!